ist er schon wieder da, der Montag. Ganz einen schnellen Montag, kann ich heute an dieser Stelle wirklich sagen. Denn wir haben eine Schnellzeichnerin im Studio. Oksana Wovonjuk ist zu uns gekommen. Und sie wird uns heute mal erzählen, wie sie A, zum Schnellzeichnen gekommen ist und wie viel Fröhlichkeit ihre Bilder doch so den manchen oder den manch einen beglückt haben. Nicht nur das haben wir heute für sie vorbereitet, sondern ich freue mich über den Besuch von Nancy Hinkelmann. Auch wenn heute Montag ist und ich ein bisschen durcheinander bin, dass du heute bei uns bist, hast du aber wieder tolle Produkte dabei, meine Liebe. Es geht um den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta. Und Nancy Hinkelmann muss natürlich eines tun, wenn sie bei uns im Studio ist, uns weiter einweisen in die Welt der Kartenlegung. Und deswegen wird sie uns heute auch wieder die Schule des Tarots näher bringen. Außerdem am Montag skypen wir wie immer mit Susanne Seemann und Gabriele Quost, ebenfalls Astrologin, wird heute mal ein klein wenig über Astrologie in der Partnerschaft erzählen. Also eine schöne Stunde, die sie wieder erwartet. Und wir steigen aber gleich mal ein mit Karikaturen. Denn ich glaube, eine Karikatur von einer Person selber zu machen, das macht wahrscheinlich auch dem Künstler viel Spaß, oder? Ja, Andrea. Mhm. Ja, hast du recht. Du kommst ursprünglich aus Russland. Ukraine. Du hast mich schon gebeten, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Sprachanteil heute übernehmen soll, weil du zwar alles verstehst, aber doch ein bisschen Schwierigkeiten hast. Wobei ich finde, du sprichst ganz charmantes Deutsch. Worauf achtet man denn, wenn man eine Karikatur macht? Also wie guckst du dir mein Gesicht an und was verunglimpfst du dann am liebsten? Wenn ich gucke auf dich, ich gucke das, was ist mehr wichtig in deinem Gesicht, von deinem Charakter. Zum Beispiel deine Ausstrahlung in Augen, Lächeln, du bist sehr freundlich, hübsche Frau, ganz tolle, attraktive Frau, so, und sexy, total. Aber guckt man nicht immer eher auf die Sachen, die so besonders hervorstechen? Also gerade wenn man jemanden karikiert, also ich würde immer sagen, meine spitze Nase vielleicht, mein markantes Kinn, sind das nicht solche Dinge, wo man sagt, die kann man so ein bisschen deutlicher? Richtig, korrekt, ja, korrekt. Seit wann machst du das? Seit meiner Kindheit, so. Also schon immer, ja? Ja, immer. So. Ganz in meinem Leben. Wie bist du dazu gekommen, dass du Menschen eben nicht normal malst, sondern eben auf diese ganz gewisse Art und Weise? Das vielleicht kommt von meinem Humorgefühl. Ja. Ich lache immer, so, ich liebe Scherze und deswegen. Ist das auch das besonders Schöne, wenn man Menschen malt, dass es einfach dann besonders lustig ist, denen die Bilder dann zu überreichen und man sieht manchmal vielleicht aber auch, dass der ein oder andere ein bisschen erschrocken ist über das, was er da zu sehen bekommt? Ja, kann sein, ja. Manchmal ja. Mhm. So passiert. Mhm. Wo bist du hauptsächlich auf? Also wo trittst du hauptsächlich auf? Wo kann man deine Kunst am meisten Meistens sehen? Ich arbeite in meinem Atelier zu Hause. Ich zeichne Porträts, Karikaturen, auch ich komme oft zum Natur, ich zeichne Meer sehr gerne, sehr, Wald, Feld so, und Tiere auch. Das heißt, es ist nicht nur die Karikatur, deren du dich Malerei, angewunden hast, sondern generell die Malerei. Richtig, ja. Was ist das Besondere für dich am Malen? Wenn ich zeichne von Gefühl, von Herz, das bringt mir sehr ganz tolle Laune. Und ich bin begeistert von meiner Arbeit und wenn ich das schenke die Leute, dass sie freuen sich auch. Das macht mich sehr glücklich, Andrea. Du machst ja auch Auftragsarbeiten. Das heißt, man kann im Grunde genommen auf der einen Seite die lustige Malerei von dir bekommen, aber auch die ernsthafte und klassische Malerei. Ja. Wie kommst du an die Kunden ran? Also was sind das für Leute, die zu dir kommen? Oh, das ist meine Bekannte, Freunde, Verwandte. So. Und ich mache oft Ausstellungen in meinem Land, so zum Beispiel. Ich habe ein paar Mal gemacht in Berlin auch, in russischem Haus, mit anderen Künstlern. Gruppenausstellung. Also die Verbundenheit zu Russland ist nach wie vor da. Richtig. Ich glaube, auch Russland hat ja auch eine unglaubliche tolle Landschaft oder so. Correct. Also kannst du da noch viel an Erinnerungen jetzt aufs Papier bringen? Ja, das stimmt. Worauf achtest du bei Landschaftsmalereien? Erste vielleicht Himmel, die Sonne, so Farbe. Also das du ist suchst dir schon die schönen Sachen dann sozusagen raus, um die dann aufs Papier zu bringen. Was ganz interessant ist, Oksana, kann man zum Beispiel auch buchen, wenn es um Betriebsfeiern oder sowas geht. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit sehr, sehr lustig, wenn jeder, der auf so einer Feier mal war, sein eigenes kleines Porträt mit nach Hause nehmen kann. Ja. Wie anstrengend ist das? Also du bist Schnellzeichnerin. Ja. Wie schnell schaffst du so ein Porträt? Also von 3 bis 5 Minuten. So.
Also bei mir bist du auch schon relativ weit vorangeschritten. Ja. Ich lasse dich jetzt gleich noch so ein bisschen erstmal in Ruhe weitermalen und dann gucken wir einfach, wie es dann aussieht, wenn du mich am Schluss zu Papier gebracht hast. Okay. Sehr schön. Dann nimmst du uns auf eine Reise in eine lustige Welt. Auf eine andere Reise können Sie allerdings auch gehen. Jetzt freue ich mich, denn Oksana Wovonik ist bei uns. Sie ist Schnellzeichnerin und eigentlich hätte sie eine Karikatur von mir machen sollen. Aber ich finde, das Foto, also das Bild, das du gerade gezeichnet hast, das ist ja viel schöner, als ich in Wirklichkeit bin. Ich sehe ja aus wie eine kleine Prinzessin. Also krass hier mit dem kleinen Krönchen. Das hast du sehr schön gemacht. Ich freue mich sehr. Danke dir. Das ist jetzt wirklich so etwas, was du ganz, ganz schnell zeichnest. Ja. Also 3 bis 5 Minuten hast du vorhin gesagt. Auf Firmen, Betriebsfesten bist du oft auch zugange und gibst jedem, der da zum Beispiel vor Ort ist, auch so ein kleines Mit- oder Andenken dann mit. Ja, ne? ja, Andrea. Dir ist eines immer ganz wichtig, nämlich die Menschen zum Lachen und zum Lächeln zu bringen und ein Bild ist manchmal auch aussagekräftiger als ein Foto, weil du ganz in die Tiefe, in die Seele der Menschen auch blickst. Ja, ne? So. Worauf achtest du am allermeisten? Auch Charakter von Mensch, Augen, Lächeln, alles. Ja. Mhm. Wie spricht er? Diese Ausstrahlung, jeder Mensch hat eine besondere Ausstrahlung, das muss alles bringen, auch Papier. So. Beim Fotografen muss man natürlich immer irgendwie noch aufgefordert werden, zu lächeln, irgendwas zu machen. Machst du sowas auch, wenn du zeichnest oder ist es dann eher so eine ruhige Minute, ruhige Minuten? Nein, Andrea, das ist ganz ruhige Minute, die Leute sitzen ganz locker. Sie können sich bewegen, alles sprechen, das ist kein Problem. So, keine Stille. So. Ganz naturell, ja. So. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man authentisch ist, damit du auch das Authentische dann sozusagen auf Papier bringen kannst. Ja. Das war jetzt eine sehr, sehr schnelle Zeichnung und geht wirklich in diesen Bereich der Karikatur. Du machst aber auch ganz normale Porträts. Ja. Also auch hier haben wir zum Beispiel ein paar Beispiele dabei. Das sind aber wahrscheinlich dann Bilder, für die brauchst du ein bisschen länger als nur 5 Minuten, oder? Ja. Wie lange arbeitest du an so einem Bild? Das ist zum Beispiel Kreide, Pastell. Ich habe für 3 Stunden gemacht. Drei Stunden. Das ist 1 Stunde und halb. Schwarz-Weiß war mit Kohlestift. So. Und die Kunden können dann auch entscheiden, was sie wollen, also wie das Bild dann auszusehen hat. Mit welchen Materialien arbeitest du am liebsten? Also was ist so am einfachsten? Ich zeichne alle Materialien, mit allem. Aquarell, Pastell, Ölfarbe, Acryl, alles ist möglich. Aber wahrscheinlich Graphit auch, ja, Tusche. So. Landschaftsarbeiten werden wahrscheinlich eher so ein bisschen mit schwererem Material dann gezeichnet, oder? Also auch hier hast du Beispiele mitgebracht. Bist du dann da auch vor Ort oder ist das alles dein Gedächtnis? Das ist meine Heimat, Ukraine, wo ich bin geboren. So. Das heißt Vinnytsia. So. Und das ist. Kannst du auch von der Beschreibung malen? Also wenn man dir zum Beispiel sagt, so oder so sah das Haus, dass du sozusagen auch via Telefon Aufträge annehmen kannst? Natürlich, ja. Was du ja auch gesagt hast, und das finde ich ja auch immer sehr schön, man kann zum Beispiel dir auch Fotos schicken. Das heißt, wenn jetzt jemand nicht aus Berlin kommt, der hätte aber gerne als Geschenk ein Porträt oder eine Karikatur. Ich mache sehr gerne per Foto alles, Porträtlandschaften, sehr gerne. Schön, ach, das muss ich natürlich so rumhalten. Das ist Mallorca, Aquarell. Das war ganz schnell, 20 Minuten war fertig. Warst aber auch vor Ort, ja? Vor Ort, Mallorca, ja. Ja, aber das ist ja auch was ganz Schönes, das heißt, du nimmst dir die Erinnerungen Ibiza, dann... Ibiza, auf der anderen Seite, so, das so. Ah ja, so rum. Genau, so. Auch 15 Minuten, ganz schnell, so. Wie eine Skizze. Gibst du auch Kurse, also kann man von dir auch was lernen, natürlich, also dass man kommen kann? Ja. Ich mache das sehr gerne. So. Tolle Porträt, Bilderchen, die du wirklich mitgebracht hast. Hier kann man auch wieder sehen. Ja, das ist eine Mädchen. Hübsch. Aber was du wirklich schaffst, ist auch wirklich schöne Ausdrücke dann aufs Vielen Gesicht Dank. Zu zaubern. Ja, danke schön. Und das ist dir ja auch ganz wichtig. Das ist etwas von Berlin. Das erkennen wir, glaube ich, alle, was das von Berlin ist. Ich liebe Berlin. Das ist meine Lieblingsstadt, wirklich. Ja. Das
Ganz tolle, nette Leute. So, so sieht man das Brandenburger Tor natürlich sehr, sehr selten, ohne Touristen, sondern aber so kann man es natürlich dann auch mal sehen. Aber da merkt man schon, dass es bei dir wirklich auch verschiedene Malstile dann gibt. Ja, richtig, korrekt. Ja. Ich liebe auch Grafik. So. Mhm. Und Andrea, noch eine da, bitte? Natürlich, wir haben ja noch Zeit. Okay. Das ist wohl auch Berlin, die Gedächtniskirche. Richtig. So sieht sie zumindest aus. Ja. Auch da sieht man, hat es schon ein bisschen was mit einer Architekturzeichnung eigentlich mehr oder minder zu tun. Für so eine Zeichnung wirst du aber wahrscheinlich schon ein bisschen länger brauchen, oder? Ja, das stimmt, ja. Ich habe das für 2 Stunden. So. Sitzt du dann da vor Ort? Also setzt du dich dann vor die Gedächtniskirche? Nein. Ich arbeite nur Ateliers. Mehr Informationen natürlich zu unserem heutigen Gast bekommen Sie auch im Internet. Das heißt, wenn Sie sagen, ich würde auch gerne mal so ein schönes Porträt von mir haben, was ja nicht jeder zu Hause hat, und der kann natürlich auch wirklich Kontakt zu dir aufnehmen. Sämtliche Adressen gibt es dann später auch noch im Internet bei uns über Facebook. Das heißt, schauen Sie einfach mal vorbei, und wenn Sie auf unserer Facebook-Seite sind, klicken Sie doch auch Gefällt mir, denn dann sind Sie jeden Tag bestens auf die Postkarte zu schreiben, damit wir Ihnen dieses schöne Engelbuch auch zuschicken können. Es geht um Kreativität, und Oskana Wonjuk hat auch wirklich sehr viel kreative Ader in sich. Du bist Künstlerin, du bist Malerin, Schnellzeichnerin, aber du bist noch sehr viel mehr. Du bist zum Beispiel auch Autorin, du machst Filme auch, ne? Ich bin Regisseurin, Schauspielerin. Ich habe auch Drehbuch geschrieben zu meinen Filmen. Was sind das für Filme? Das sind 2 romantische Filme. Ich habe alles in der Ukraine gedreht. Der erste Film heißt Roses for You. Ich habe da selber Hauptrolle gespielt. So. Das ist etwas, ein Teil von meinem Leben. Also ich habe so gespielt, Teil meines Lebens. So. Und die Filme kann man sich, oder mehr Informationen über dich kann man sich natürlich auch im Internet holen. Und Sie können vorbeischauen auf der Internetseite, wenn Sie sich am besten mal gleich mit uns bei Facebook anfreunden. Denn da werden wir sämtliche Daten dann noch weitergeben. Jetzt wollen sich einige Berater bei Ihnen noch mal präsentieren, wer das ist. Schauen wir noch mal auf den Spruch des Tages an diesem Montag. Na, wo ist er denn, der liebe Spruch? Da ist er. Freundschaft ist eine Seele in 2 Körpern. Ein schöner Satz. In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Montag. Vielen Dank, Oksana, für den Besuch. Jetzt geht's weiter mit Nancy Hinkelmann. Freuen Sie sich drauf. Wir sehen uns morgen wieder. Da hoffe ich, freuen Sie sich auch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss und Servus.